Ja, hallo, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Under Dungeon Stream. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt, nachdem wir den normalen Lauf einmal durch haben, einen wunderbaren, kolorierten Run haben wollte, wo wir mal nicht auf den Deal des Teufels eingehen, also des Todes. Aber als ich das Spiel neu gestartet habe, kam eine Sequenz, die wir vorher nicht hatten. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und extra jetzt hier in dem Home-Menü, damit ich die Sequenz gerade nicht aus Versehen trigger. Und ja, schauen wir uns an, was da passiert. Okay, die Sequenz kam nur, als ich das erste Mal gestartet habe. Da war nämlich das Büro. Da kam so ein schwarzer Geist reingeflogen. Ich denke mal, das waren wir. Vielleicht kann ich die Sequenz ja nochmal triggern, indem ich den Tod jetzt nochmal bekämpfe, er mich tötet und ich danach das Spiel nochmal neu starte. Vielleicht triggere ich es ja dann nochmal. Ja, dann töte ich den Tod halt nochmal. Oder jetzt kommt das Continue. Okay, ich kann nicht mehr gegen den Tod kämpfen. Schade, ich wollte euch diese Sequenz zeigen. Ich habe sie offenbar für immer weggenommen. Vielleicht, wenn wir das Spiel nochmal durchhaben, kommt die Sequenz ja eventuell nochmal. Ja, wir wollen das Spiel jetzt nochmal neu starten. Ich gehe sicher, dass wir auf Call eingestellt haben. Und diesmal versuche ich erstens alle Secrets mitzunehmen. Bei YouTube werde ich das übrigens sehr stark schneiden, dass ich da hauptsächlich das neue Zeug drin lasse. Also ein bisschen von den Runs bleibt auch drin, aber eventuell, wenn das zwei Streams werden, dann werde ich zwei Streams zusammenschneiden. Guck mal, da kam sogar eine Sequenz dafür, wenn man das ein Spiel neu startet. Es gibt mir das Intro, das kennen wir. Aber das kennen wir nicht. Mr. Skippers, whisk, you look like you want to skip the introduction. Thanks for all the walk it took to make it. Der meckert mich an, weil ich das Intro geskippt habe, aber allein das ist ja schon ein Secret, ne? Guck, haben direkt was Neues zum Anfang gefunden. Und wir starten offenbar auch dann direkt hier unten im Dungeon. Okay, hier ist jetzt die kleine Fee Max. Der Tod am Ende, der hat mich zum Weinen gebracht, ne? Ich muss mir merken, dass wir nicht auf den Deal des Teufels eingehen. So, Bonus jetzt. Die Enten. Sie planen etwas. Ich habe gehört, ich muss gamblen. Es gibt nur einen Gamble-Automaten für mich. Komm. Mach ja alles kaputt. Gib mir mein Geld. Hä? Das war nur ein Joke. Ah, aber dafür brauche ich erst die Maus. Okay, ich merke mir, alles in dem Geschäft kaputt machen, dann öffnet sich ein Geheimgang. So, und hier war ein Secret. Ja, man kann so nicht schlafen, da stimme ich dir zu. Jo, da war also eine der Dev-Nachrichten. Da ist der Ring. Und durch den kriegen wir den Schlüssel, den wir brauchen. Böse.
So, jetzt haben wir hier vom Bäumchen was abgeholt. Und mit dem Schlüssel kann man diese Tür aufmachen. Und da ist mein Grab. Der Charakter ist Kimoto. Also, da ist mein Grab schon bereit. Die Action-Maus ist in Betrieb. Oh, ist hier auch jetzt schön farbig. Kann man sich ein bisschen besser orientieren. Ich weiß, dass ich mich beim ersten Mal richtig auch verlaufen habe. Gern geschehen. War das euer Spiel, Joyson? Ja, ich meine, das war von denen. Oh, stimmt ja, ich darf nicht gesehen. Ich bin so ein Genius. Der Entwickler selber hat mir gerade in den Steam geschrieben. So, schnell durch, schnell durch, schnell durch! Ihr seid blind. Ihr habt noch nie Augen gehabt. So, den wollen wir ja befreien. Ich hätte nicht gedacht, dass die Entwickler selber da vorbeikommen. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So, jetzt gucken, was sich da verbirgt. Was versteckt sich beim Casino? Was versteckt sich da? Was ist das dunkle Geheimnis? Die Goldkammer gefunden. Ich habe die geheime Kammer gefunden. ...3300 hatte ich. 700 habe ich bekommen. Ah, war jetzt nicht so viel. Aber war Geld. Ich könnte hier halt Geld farmen, aber... Ich glaube, einen anderen Hintergrund hat der Ort hier nicht. Doch. Hallo? Ein Secret Boss? Hier war also doch was. Lol. Okay, wir haben noch ein Secret gefunden. Ist hier noch so eine auffällige Wand? Wenn ja, dann diese hier. Okay, ich habe einen Secret Boss erledigt. Ich höre das Telefon nicht mehr. So, keine Ahnung, was hier von mir verlangt wird. Okay, ich habe jetzt einmal von rechts nach links gemacht, die Schilder, und das war richtig. Jetzt mal hatte ich es ja andersrum versucht. Um Gottes Willen, was ist das denn für ein komischer Raum? Hier ist nochmal eine Narrator-Nachricht. Jetzt haben wir schon 5. Hab's auch noch mal andersrum versucht.
Okay, merkt euch das. Ihr müsst da unten von rechts nach links die Schilder ablaufen. Und zwar in die Richtung, die sie anzeigen. So, ich lasse ihn in Ruhe. Ich will dich verschonen eigentlich. Ich will dich nicht töten. Kann ich dich verschonen? Ja, ich kann ihn verschonen! Guck mal, wir haben hier auch noch mal was anderes. Gern geschehen. Schön, dass ich ihm diesmal helfen konnte, anstatt ihn umzubringen. Okay, man kann ihn auch am Leben lassen. Wieder was dazugelernt. Wie gesagt, in das Video bei YouTube wird wahrscheinlich sehr kurz. Weil ich ultra stark hatte. So, kann ich hier das jetzt nochmal abgreifen? Also das Money? Lauf, Maus, lauf! Nee, kann man nur einmal abgreifen. Schade. Hätte mich gefreut, wenn man das mehrmals holen kann, das Secret. Ich muss gamblen! Ich bin machtlos dagegen, Leute. Es tut mir leid. Ich bin dagegen machtlos. Aber es lohnt sich auch. Ich hab keinen Krümel hier plus gemacht. Gib mir den Ring. Ja, jetzt können wir erstmal wieder Fußball spielen. Da hatten wir doch eine richtig gute Taktik beim letzten Mal. Einfach hier reinstellen. Und dann macht er Eigentore. Läuft doch. Nee, nee, schieß du ruhig. Ich komm danach. Es war ein Eigentor. Wir könnten ihn ja auch mal gewinnen lassen. Komm, ich lass ihn mal gewinnen. Ich will wissen, ob dann was anderes passiert als beim letzten Mal. Ich sag, ich lass dich gewinnen. Hör auf, Eigentore zu machen. Ich mach nix, ne? Ich stehe hier nur. Und die KI ist eine Intelligenzbestie. Junge, du sollst gewinnen! Intelligenzbestie! Ich stehe hier nur! Geht doch, er hat ein Tor geschafft. Ich hab da nur gestanden, ich hab nichts gemacht. Ich wollte dich gewinnen lassen, Junge, ich hab da nur gestanden, ich stand nicht mal im Tor. So. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben diesmal.
Vielleicht kommt dann ein Anruf wahrscheinlich. Weil jetzt ist ja keiner mehr da. Einfach, haben wir jetzt ein anderes Ending oder habe ich das völlig für umsonst gemacht? Ich habe halt auch nicht alle Zettel jetzt gefunden. Also selbst wenn man jetzt hier beim Baum eventuell noch ein Zettel rechnet, habe ich keine Ahnung, wo der andere letzte wäre. But what have you done, Kimuto? Well, no time for questions. You have to come with me. Okay, das ist auf jeden Fall was anderes. Wir haben auf jeden Fall ein anderes Ending. Ich weiß nicht, wie viel ich bei YouTube zu diesem Zeitpunkt rausgeschnitten habe. Aber ich habe definitiv wahrscheinlich aus zwei Streams einen gemacht. Wir treffen jetzt den Narrator. Kimoto, you shouldn't be here. Wer spricht da? Der Creator. Der Kreationismus. Ich habe aber nichts getan. Ich habe doch gar nichts verändert. Ich bin im Narrative Limbo. Oh nein. Okay. Ja, ich hoffe, wir können uns einigen. Okay, ich kämpfe jetzt offenbar mehr oder weniger gegen den Narrator. Also den Erschaffer. Der mich halt ausschalten will. Das ist easy. Hast du nicht mehr auf Lager, Kollege? Der ist weg. Der ist weg. Nervig ist nur dieser Kessel und das nicht mal, weil der schwer ist, sondern weil er die ganze Zeit rumrennt. Aber interessant, aus allen Ebenen kommen jetzt nochmal Gegner. Ich mach's mir einfach. Sogar die Ebene ist nochmal da. Oh nein. Ich habe keinen Bock auf die Drohnen. Erstmal den da weg. Ich habe die Drohne eingesperrt. Ich wollte eigentlich diese Ultra-Bubble schießen. Okay, ist interessant, dass man auf jeden Fall ein anderes Ending bekommt, wenn man diesen Vertrag nicht unterschreibt. Warnungssystem-Error. Hey, der Handwerk hinten, zieh dem. Fass das nicht an. Touchy-touchy. Death Mode. Now you have the power to change things. Hit the bugs to finish him off. Was sagst du, wenn wir auf gleichem Augenmaß hier mal eben kurz spielen? Wie? Ich glaube, es ist so fairer. Lass uns das ein für alle mal klären. Den Song habe ich mir auch schon runtergeladen, ne? Weil ich den nebenbei dabei gesehen habe. Der Haken ist hierfür, glaube ich, besser geeignet. Der Song ist geil.
der feine Bossfight ist ja wenigstens wesentlich cooler als der mit dem Tod. Oh, mir geht gleich Leben aus. Nein! Ich sag nicht, ich muss alles nochmal machen. Ich muss alles nochmal machen. Wartet, erst die richtige Waffe auswählen. Die Seifenblasen sind halt wirklich am besten anfangs. Instance Destroy ist immer, ich muss ausweichen. Ich kann da nicht drauf reagieren, ne? Der Text ist halt immer tödlich. Ich hab's geschafft! Oh. Ich schaff's schon irgendwie ohne dich. Hauptsache, du bist weg! Alter. Max! Wir sind Partner. Ah. Wie heißt das Spiel bitte? Das Ende, und zwar das Richtige. Oh. Das war ein Kampf. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde an dem letzten Boss hier gehangen. Also der Tod, der war ja wirklich ein Witz gegen den. Auch wenn er keine Lebensleiste hatte, das war ultra schwer, Leute. Weil in diese roten Schriften, die waren wirklich komplett random. Man konnte die nicht voraussehen, wo die herkamen. Und wenn man genau in dem Moment an der falschen Stelle stand, man hat sowas voll kassiert. Haltet euch für den Kampf echt etwas Heilung zurück. Ihr werdet sie brauchen. Für die, die das Spiel auch holen. Diese Musik, die feiere ich immer noch. Die hatte ich mir runtergeladen. Dieses Now and Never, was da jetzt am Ende war, so heißt der Song zumindest, den hatte ich auch schon runtergeladen. Ach, die Katzen waren ein Teil der Entwickler. Sie hießen ja so. Also Leute, wenn ihr dieses wahre Ende haben wollt, ich denke mal, dass zum einen diese Schreine alle wichtig sind dafür. Und dass ihr den Tod nicht diesen Vertrag unterschreiben dürft. Oh, danke. Diese Credits. Oh, guck mal. Der kam doch schon beim Anfang dieses Runs. Also ich geskippt habe alles. Mr. Skippers, Whisker Whiskers, quite an adventure fan. Hä? Was habe ich nicht erzählt? Ja, das war ein schöner Ort. Okay.
Schau, Mr. Skippers. Da ist jetzt nichts mehr, ne? Ja, ich hatte eine gute Zeit. Ein letztes Spiel mit dir? Easy. Ist das jetzt alles, was ich bei Continue bekomme? Ich glaube, ich kann jetzt einfach nur mit ihm spielen. Was ist, wenn ich falsch sage? Ich sag extra falsch. Okay, dann passiert nichts. Ja gut, das war Under Dungeon, Leute. Ein sehr cooles Spiel, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Also ich hatte mega Spaß an dem Spiel. Sunny hat sich das auch schon von mir runtergeladen und spielt das auch zurzeit. Und der feiert es auch. Es kostet so 12 Euro im Steam Store. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, wie viel es kostet. Wenn es euch gefallen hat, auf YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Und von der YouTube-Zuschauerschaft verabschiede ich mich hier. Tschüss.